Gerber bringt die Schweiz an einen Tisch. Heute Jasser und Pokerspieler. Schau, das ist ganz einfach. Wir haben zwei Karten, 5 sind auf dem Tisch. Du schaust es an und überlegst, ob jemand mehr hat als du. Dann steigerst du die Geldmessung so hoch, bis die Karten offengelegt werden oder die anderen aussteigen. Das hat doch nichts mehr mit Kartenspielen zu tun. Im Jasser, da geht es nur um etwas, wenn einer beim Schieber schnell rauslässt. Und der andere holt es mit dem Trumpf pur, weil der Double nicht gemerkt hat, dass er mit den Schellen stechen konnte. Ja, der kommt stimmig. Dann gibt es Diskussionen, dann geht es um etwas. Beim Poker geht es darum, mit System zu spielen. Cool zu bleiben, zu warten, zu bluffen. Zu bescheissen, meinst du? Nein, zu bluffen und Nerven zu behalten. Ja, sag ich ja, zu bescheissen. Sag ich. Ja, mit diesen Franzkarten nichts anfangen. Im Kreuz und am Herz habe ich es gesagt. Ich brauche Schellen, Schilten, Eicheln, Rosen. Stöckweise Stich. Weißt du, beim Jasser kommt es auf jeden Spielzug drauf ab. Beim Poker überspringen wir den Teil mit dem Spiel und kommen grad zum Game. Das ist, wie wenn du in die Bank reinläufst und das Geld gehst holen, ohne dass du zuerst noch arbeiten musst. Um Geld spielt man nicht, man krampft dafür. Hat schon mein Grossvater immer gesagt. Jetzt hör mal auf mit diesen alten Sprüchen. Hallo? Papi, was ist da? Habe ich dir schon geschichtet vom geschundenen Senf erzählt? Geschundenen Senf? Hör auf und mach das Licht an, okay? Es waren einmal 3 Sennen auf der Alp. Dann war es langweilig, am Abend um den Tisch herumzuhocken. Sie haben gefunden, es wäre doch schön, wenn sie ein Weibervolk bei ihnen oben hätten. Da haben sie aus Lümpen und alten Säcken und Stroh ein Tititol zusammengebastelt. Sorry, es ist nicht lustig, okay? Und das Zurimuzzi hat mitten am Tisch hocken. Und sie haben es gefüttert. Mami! Was ist? Pokern. Bluffen. Hm? Cool bleiben. Schatz, du siehst wieder Räubergeschichte. Du bist so cool, du brauchst keinen Teller. Gerber bringt die Schweiz an einen Tisch. Und wer bekommt Grossmutter?